Heute haben wir die erste von 4 Zukunftskonferenzen durchgeführt. Wir diskutieren mit unseren Mitgliedern über die Ergebnisse der 4 Kommissionen, die wir eingerufen haben, unter der Leitung von Armin Laschet, Julia Klöckner, Thomas Strobel und meiner Person. Und natürlich war Angela Merkel dabei. Viele Mitglieder haben auch Fragen zur aktuellen Diskussion um die Flüchtlinge und Asylbewerber gestellt. Also 3 Stunden lebhafte Diskussion in der Partei. Ich glaube, es ist gut und richtig, dass wir über das, was, glaube ich, für alle im Augenblick das drängendste Problem ist, wo sich doch viele auch fragen, wie wird das gehen, was wird das auch für unsere Kultur bedeuten, was wird das für unsere Sicherheit bedeuten, dass ich Ihnen darüber Bericht erstatte, was mich bewegt und wie ich mir die Dinge vorstelle. Und ich glaube, wir müssen etwas haben, was die CDU immer auch ausgezeichnet hat. Und das meine ich auch mit dem, wir schaffen das. Wir brauchen auch den Geist der Zuversicht. Bundestag und Bundesrat haben ein Gesetzespaket im Inneren beschlossen. Dazu hat die Bundeskanzlerin angekündigt, eine europäische Lösung zu erarbeiten, die Außengrenzen besser zu schützen, um diese Flüchtlingsfrage humanitär zu lösen, aber auch geordnet. Parallel dazu muss die Grundsatzarbeit weitergehen. Wir warten auf den Bundesparteitag, dann werden die 3 Papiere erörtert, die wir heute vorgestellt haben. Und ich glaube, diese beiden Dinge zusammen, Tagesaktualität und Grundsätze, das ist das, was die CDU jetzt braucht. Kommen noch 3 Zukunftskonferenzen, da können die Mitglieder hinkommen, teilnehmen, mitdiskutieren, aber darüber hinaus natürlich auch in unserem Mitgliedernetzwerk CDU Plus schauen, was haben die Kommissionen an Beratungsbeschlüssen vorgelegt und sich da einbringen, Anträge stellen. Die werden dann auf dem Parteitag in Karlsruhe eben beraten und beschlossen, also jedes Mitglied kann mitmachen.